Du darfst nicht zu weit von ihm weg. Was ist zu weit? Keine Ahnung. Das wird mein erster Dino. Hoffentlich. Krass, der wird voll schnell, wacht er wieder auf. Das geht voll schnell runter. Du musst ihm die Narco Barry. Ja, ja, hab ich gemacht. Hast du ihn nur reingelegt? Oder nein, ich hab Remote Use gemacht. Und jetzt ging es gerade wieder ein bisschen hoch. Und jetzt sammle ich gerade weiter. Sammle Fieber. Hey Dino, hast du mal über unsere Holzfoundation dazu latschen? Wenigstens macht es ihn dabei nicht kaputt. Dino, 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 das wird mein erster Dino, Dino, Dino. Ich würde ja gerne mal ganz kurz zum Wasser gehen und meine Flaschen auffüllen. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Wie sieht's aus? Unconscious? Primitive Fiomia Sattel habe ich. Was dem? Das ist cool. Ich glaube, ich tame gerade einen. Nee, ich tame gerade einen Parasaurus. Bist du denn? Aber ich glaube, ich habe den Sattel gelernt. Am Strand. Relativ. Bisschen rechts vom Haus und dann runter zum Wasser. Schmeißt da alle Beeren rein, die es gibt. Unconscious oder was? Ja. Jetzt mache ich schnell meine Wasserflaschen voll. Und wieder zurück. Das ist mein Tamosaurus. Bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge? Du bist ein Mädchen. Schön lange. Dodo, sammel Narco-Berries. Wenn ich wüsste, wo du bist. Immer noch am Strand. Bin auch am Strand. Relativ weit an diesem linken unteren Zipfel da bin ich. Von dieser Halbinsel, wo wir drauf sind. Hinter großen Steinen. Da, ich sehe dich. Hier, oh. Hallo, ich hüpfe hier, hallo. Weiter runterlaufen, weiter in meine Richtung, weiter, 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 weiter. Hallo, hier zwischen den Steinen, hallo. Hallo. Lauf weiter, 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 weiter. Ich ja, seh dich. Hallo. Gut, hier hinter dem Stein. Hallo, wie geht's dir? Please put Narco-Berries in der. Nice. Ich höre Dodos. Ja, hier sind irgendwo Dodos. Ich sammle noch Bären. Ich war lass ja eigentlich voll da. Bereit, einen Fleischfresser zu tamen, aber... Ich meine, hey. Parasaurus ist auch geil.
erstmal irgendwas haben. Warum ist mir kalt? Es sind 24 Grad und der Alten ist kalt. Die hat doch ein Problem, oder was? Der ist Dudu. Kann ich schon einen Sattel machen? Ich habe doch einen Parasaurus-Sattel gelernt. Please, Sammelheit. Please. Dieser verrückte Sattel braucht 80 Heid. Ich habe 18. Alter Schwede. Und er rennt da durchs Gestrüpp, ja. Wie so ein Verrückter und tötet alle Dodos, die er finden kann. Nee, den hier bin ich am Tame. Oha. Ist er wenigstens schön hässlich, pink oder so? Nee. Das Problem ist, jetzt hat dein Flieger meine ganzen Narcoberries. Im Haus in der Kiste. Da müssten 40 oder 50 noch drin sein. Guck mal da. Kann ich jetzt nicht weg. Na, bis zum Haus schaffst du. Dann finde ich den Vieh ja nie wieder. Na, der ist ja auch hier direkt bei mir in der Nähe. Guck mal, hier bin ich. Und da vorne ist dein Dodo. Dann ist er überhaupt kein Ding. Ist doch nicht so weit. Doch, ist. Das Vieh könnte nämlich wieder aufstehen. Ach so, hast du echt gar nicht genug Bären, um das wenigstens kurz unconscious zu halten? Nein, wenn der Player weg ist, steht es auch auf, wenn nicht und so. Ach so? Ja. Reicht es denn, wenn einer vom Tribe in der Nähe ist? Jetzt sowieso, ja, aber ich weiß nicht, ob das nahe genug ist. Du solltest auch nicht so weit von deinem Fieder weg. Ich bin nicht weit weg, der ist direkt hier im Hügel. Das ist nicht mal 10 Meter. Ich habe ja schon Leute gesehen, die haben dann irgendwie so einen T-Rex getamed oder so. Und das einzige Problem, was sie hatten, ist, dass andere Viecher da ankamen und das töten wollten. Aber ansonsten... Ah, da unten rennt noch so ein Spukosaurus. Ich würde es mal versuchen. Einen Dodo findest du ja überall. Dann kann man es doch gleich mal testen. Was? Na, ob die wirklich dann wieder aufstehen. Okay. Ich muss das Vieh hier nur beschützen, das ist die Sache, wenn jetzt hier natürlich irgendein Scheiß spawnt. Ach, jetzt ist die auf einmal warm. Bei 4 Grad mehr. Eben war dir kalt. Kannst dich auch nicht entscheiden. Weißt du, ob verschiedene Dinos verschiedene Lieblingsbären haben oder so? Soweit ich weiß, ja. Ja? Was frisst der denn hier die ganze Zeit? Muss ich mal warten. Mist, jetzt habe ich es nicht gesehen. Los, friss was. You have tamed a dodo. Name your tamed dodo. 40, 72, 155. Scheiß der erstmal in der Dodo. Die mag's am liebsten, Mioberry.
You have tamed the dodo. Das dauert ganz schön lange, ey. Frag mich, wie das erst ist, wenn man dann so ein richtig großes Vieh hat. Da muss man ja quasi diese Prime Meats und sowas sammeln, damit das was wird. Quack, quack, zeig mal. Oh, das sieht cool aus, das Grün. Ich mag's. Wie heißt es? Little John. Es dachte ich, Bruder Tuck, aber der, nee. Ja, das kriegst du hin, auf jeden Fall noch. Ja, ich denke, das passt. Ich bring mal Little John nach Hause. Musst du da hoch, Little John, oder muss ich anders rumlaufen? Ist ja schon ein bisschen über die Hälfte. Was ist denn Taming Effectiveness? Was beeinflusst das, dieser Wert? Die Geschwindigkeit, wie schnell der Taming-Dingens hochgeht. Okay, aber das heißt nicht, dass wenn die Effectiveness irgendwie bei 12% ist oder so, dass die dann, wenn das Taming durch ist, dass man es nicht getamed hat oder so? Nein. Also man hat es auf jeden Fall getamed, ja. Nur es dauert halt länger. Okay. Cool. Ich habe hier gar nichts mehr zum Abgrasen. Der scheiß Sattel ist so schwer. Oh, 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 oh. Was? Ein scheiß Dilo greift mein Vieh an. Ja, ich hab's getötet. Oh nein, nein, es hat mein Vieh getötet. Och, Manu. Homo Fürst. Der Finsternis. Manu. So eine Scheiße. Oh, Glück gehabt, dass ich das die Beeren noch aus dem Inventar holen konnte, ey. Ach Mann, ey. Was ein Drecksvieh. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht Sparschwein sein? Ja. Scheiße. Komm, ich will mir ein neues suchen. Jetzt dir aber auch ein Dodo getamed. Nee, auf dem Dodo kann man nicht reiten. Ich will ein Dino und kein Vogel. Dino. Scheißen Dreck. Hab ich grad. Oh. Kommt da plötzlich so als dumm. Was für so eine dämische Schildkröte, die hinter mir gespawnt ist. Komm, Little John, put. Ich will ja noch ein Dino. Komm, Little John, komm. Dino. Neuer Dino. Hat doch wohl nicht Sparschwein. Hauptsache, Little John läuft hier unterirdisch. Ich finde nicht mal ein Dino. Da drüben sind ganz viele, aber die werden auch gerade von Krokodilen gefressen. Gemeinheit.
Gemeinheit. Komm hier rein. Der kommt nicht hier rein. Geh aus der Tür weg, Mensch. Die Hide, die ich da reinpacke, die reserviere ich mir für den Sattel, also nicht verkraften irgendwie. Wie viel brauchst du? 80. Jetzt sind 40 drin. Ja. Hast du noch Holz? Nö. Aber ich kann welches holen. Manu, da muss ich dann traurige Musik einspielen oder so. Bin immer noch traurig. Kackdino. Wie viel Holz brauchst du denn? Wie viel hab schon. You killed the Parasaur. Warum killst du die? Ich such die doch gerade, du Dover. Weil wir Fleisch brauchen. Ich hab Fleisch. Und der hat mir nochmal 11 Mal Heite gegeben. Ja, ich bin so langsam. Ups. Ich wollte gar nicht trinken. Hey, jetzt kannst du ja deine Flaschen im Regen auffüllen. Ja. Scheiße. Wo hast du den denn gefunden, den Parasaur? Gerade? Unten? Am Fluss? Na klar. Kannst du nicht zufällig noch eine Kiste basteln? Ja, ich bin gerade dabei. Hörst du auf, über meinen Little John zu laufen, du Mistvieh? Kiste... Fetch brauche ich noch. Fetch? Wenn du ein bisschen Fetch besorgst, dann kann ich eine Kiste bauen. Wenn du nicht so langsam laufen würdest? Da können wir dann ja Fetch. So... Zehnmal? Da, Fetch. Ja. Perfekt. Nee, mehr. Einmal noch. Kiste 52. Ich brauche nur ein Fetch. Holst du das? Bin schön auf dem Rückweg. Mein Güster. Gut. Guti. Mein Dino. Hör auf zu weinen. Nein. Da, Fetch. Fetch. Kiste. Das ist dann eine Materialkiste, da packen wir dann so Holz und so rein, oder? Ich brauche auf jeden Fall eine Kiste, allein schon nur um diesen scheiß Sattel hinzubasteln. Der macht die ganze Kiste fast voll. Was für ein Sattel? Den Fiomia-Sattel, den ich gefunden habe. Oh. Pack, pack, pack. Der, der, der okay, jetzt drin ist. Hier. Oh. Oha.
Dann kommt jetzt hier sowas rein und sowas und lass mich überlegen. Bisschen Holz. Ihr habt nicht genug Holz verdient. Hast du noch Thatch über? Ja, ich glaube schon. Packe ich hier rein. Level up, level up, level up, level up, level up. Nice. So nice. Ja, ich sammle mehr Narkoberries und dann habe ich Narkoberries gesammelt. Super. Das Schöne ist, hier können wir dann auch einfach, weißt du, wenn man dann müde ist und nicht mehr spielen möchte, dann kann man einfach ausloggen in dem Haus. Da muss man nicht noch irgendwas machen. Das finde ich gut. Hast du hier so... Nein. More berries, please. More berries. Was kommt da angestratzt? Ach, ein Fliegosaurus. Der ist aber hübsch. Oh, jetzt fliegt der weg. Habe ich ihn verjagt. Der war weiß mit so Streifen. Mhm. Mhm. Das ist einfach keinen Sinn fürs Detail. Mehr Berries. More Berries. Wie spät? 23 Uhr. Oh, die Nächte sind immer so doof. Ach, die gleich doof. Hemne, Hemne, Hemne. Muss ich was essen? Ja.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde alle Beeren außer Narcoberries. Hm. Und die Bäume haben auch irgendwie ein bisschen epileptische Anfälle zwischendurch. Epileptik. Wüsste gerne mal, was das Symbol ganz oben bedeuten sollte. So, dieser Pfeil mit dem Kreuz drin. Das ist der XP-Anzeige. Die XP-Anzeige. Okay. Ich bin schwer. Oh, da ist ein Track. Hier muss doch noch so ein Saurus sein. Das ist der falsche Saurus. Wenigstens funktionieren die Vollmond nicht jetzt. Ja, das bringt ein bisschen Licht, ne? Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was sie noch reingepatcht haben. Diesen neuen Dino auf jeden Fall. Patchlog war auf jeden Fall recht lang. Jo. Da stand ja auch irgendwas von wegen Brace for the Super Mega Hammer Update Patch Dings. The end is near. Genau. Ich habe hier eben was Dinosauriern gehört, aber hier ist kein Dinosaurier. Du hast schon Halluzinationen. Hört schon mit dir. Ja. Ich höre schon tote Parasaurus. Ach, das war die olle Schildkröte hier. Die will keiner. Was mal schön wäre, wäre, wenn man in Gramm im... in der Taskleiste hat. Und ja, wenn man halt das Material nicht hat und man auf den Knopf drückt, dass es dann sagt, ey, dir fehlt noch das und das. Das wäre gut, ja. Was ist denn das? Hm? Ach, Stein. Ja, ich dachte gerade, hier liegt irgendwas rum, aber das war nur ein Stein, der komisch aussah. Wo ist denn der Parasaurus hin? Da muss doch wieder einer spawnen. Please. Hier ist der Fligosaurus. Wäre bei Tag vielleicht auch ein bisschen besser danach zu suchen.